Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Mit einiger Verspätung zeige ich euch doch noch die riesengroße System X Stadt. Mit allem, was zu einer richtigen Stadt dazugehört. Den Bahnhof habt ihr schon in der vergangenen Woche gesehen. Krankenhaus, Feuerwache und Polizeistation habe ich nach eigenen Vorstellungen stark erweitert und schon bei bisherigen Videos kurz gezeigt. Heute neu ist das Café, Wohnhaus, der Flughafen, Supermarkt, Bäckerei, Postamt und die Kirche von 2008. Ins Stocken geraten ist meine Stadterweiterung beim Hafen. Die wenigen Sets, die ich davon ausgepackt habe, zeige ich euch in der nächsten Woche. 1997 sind die ersten zwei System X-Häuser herausgekommen, das große und das kleine Stadthaus. Die System X-Elemente sind sehr stabil und 1,5 cm dick. Die Häuser sind auf zusammengesteckten Bodenplatten gebaut aus 1x1, 1x2, 2x2 und 2x3 Elementen. Die unschönen Stecker im Boden werden durch Teppiche verdeckt. Auf der Außenseite werden die Stecker von Gehsteigelementen zugemacht. Auf den Bodenplatten sind Säulen aufgesteckt, die schmalen Eckstützen und die doppelt breiten Mittelstützen als Längsverbinder. Zwischen den Säulen sind Wandelemente eingesteckt. Auf den Wänden gibt es einen Abschluss in gerader und in eckiger Form als Verbinder zum Dach. Die Dachelemente sind auf den Wänden aufgesetzt. Es gibt kein geschlossenes Dach. Die System X-Bauteile sind mit den typischen Verbindern zusammengehalten mit ihrem X-Kreuzschlitz, der dem System den Namen gegeben hat. Wir haben Werkzeuge, mit denen man die Verbinder in die Bauteile einsetzen kann. Bei den ersten Sets hatte das Werkzeug eine Kunststoffspitze, später bekam es eine stabile Metallspitze und die heute bekannte gelbe Farbe. Bei den ersten Sets gab es noch ein weiteres Werkzeug, mit dem man die roten fixen Stecker einsetzen konnte, die man für die Säulen oben und unten, für die Gehsteigelemente und für die Dachelemente brauchte. Heute gibt es neue, moderne Werkzeuge, mit denen man die Stecker viel bequemer einstecken und herausnehmen kann. Beim kleinen Stadthaus waren zwei Figuren dabei, eine Straßenlaterne, Blumen und als Einrichtung nur ein Tisch und ein Drehsessel. Es gab zwei Einrichtungssets für das kleine Stadthaus oder für das kleine Geschäft. Das war die Motorradwerkstatt und das Stadtcafé. Das Stadtcafé hatte ein Kaffeehausschild, das man auf die Markise aufsetzen konnte. Es war ein Sonnenschirm dabei, Tische, Tisch und Stühle. Die Kundin bestellt gerade aus der Speisekarte und die Kellnerin bringt die Bestellung. Die Kellnerin hat genauso wie die neue Polizei einen Stecker am Oberkörper, an dem ein Halfter angesteckt ist. Anstatt dem Pistolenhalfter trägt die Kellnerin die Geldtasche. Die Einrichtung des Stadtcafés enthält neben den Blumen und Schildern eine Vitrine, eine Verkaufsdecke mit Registrierkasse, einen Schrank für das Geschirr, einen kleinen Kasten mit einer Kaffeemaschine und es ist noch ein Kellner dabei und ein Kind, das sich gerade Pommes gekauft hatte. Passend zum Stadtcafé habe ich davor noch den Hotdog-Stand von 1986 hergestellt. Ein schönes Lastenfahrrad mit einem Sonnenschirm, mit dem Grill. Unten kann man noch eine Getränkekiste einschieben.
Wir haben Senfdosen und Ketchupflasche und den Koch mit der Wurstzange. 2003 gab es einen ähnlichen Stand. Ich habe hier die Neuausgabe aus dem Direktservice. Einen Eisstand mit der Gussform, die gleichzeitig für Pferdeäpfel, Obst und für Eiskugeln verwendet wird. Der Eisverkäufer hat einen schönen Eisportionierer. Aus dem Jahr 1987 stammt dieser Stadtbus mit der Haltestelle. Der Stadtbus hat vorne ein Schild, bei dem man umschalten kann: Flughafen, Ballet, Krankenhaus, Schule. Es ist vorne der Einstieg. Die Türen lassen sich nach innen aufklappen und mittig der Ausstieg. Der Bus hat hinten eine Motorhaube, die man öffnen kann, und auf der Seite ein Gepäckfach. Als Fahrgäste haben wir hier den orangen Herrn, der auch am Westernbahnhof vorkommt, allerdings ohne den seltenen orangen Hirschjägerhut. Dann haben wir noch eine Frau mit Kinderwagen und zwei Kinder. Das zweite Stadthaus von 1997 war das große Stadthaus. Es hat eine große Doppelflügel-Eingangstür, ein Vordach, ein breites Fenster und ein großes 1x2 Elemente, großes Dachelement. Es ist ein Hubschrauberlandeplatz dabei und man gelangt mit dem Aufzug in die verschiedenen Stockwerke. Es gibt drei Erweiterungssets, bei denen ist ein Eckelement für das Dach dabei. Es sind hier Markisen dabei, Balkonstützen. Es gibt insgesamt drei verschiedene Erweiterungen. Hier haben wir das Stadthaus im Original. Ich habe es euch bei meinem Polizeivideo gezeigt. Dann haben wir die drei Erweiterungen, die seitliche Erweiterung, dann das Zusatzstockwerk. Wie konnten diese Gebäude bei mir so ausufern? Ich werde euch das kurz erklären. Wir werfen einen Blick in diese alte Zeitung. Ich habe dazu mal für meine Kinder ein altes Stadthaus zu schenken bekommen. Es hat nicht zu den wunderbaren Fachwerkhäusern gepasst und auch nicht zu den neuen Sets. Ich fand dieses Stadthaus einfach hässlich. Ich habe aber dann begonnen, daran herumzubasteln und wurde vom Baufieber erfasst. Man kann mit diesen System X-Gebäuden wirklich unbegrenzt bauen. Nach meinen Kindern habe ich sie dann auch meinen Neffen für einige Jahre geliehen. Wenn er jetzt zuschaut, das ist euer Spielzeug. Die Häuser sind robust, das Material ist fast unzerstörbar, aber die Häuser sind nicht sehr stabil. Hubschrauberlandeplatz, Gehsteig, Dachelemente brechen sehr leicht ab und wenn man das Haus falsch anfasst, kann das ganze Haus in seine Einzelteile auseinanderfallen. Das Stadthaus hatte ein Gefängnis und war als Polizeistation gedacht. Es gab 1997 eine Einrichtung, eine Wachstube. Im folgenden Jahr 1998 gab es dann
Krankenhaussets, mit denen man das Stadthaus als Krankenhaus einrichten konnte. Es wurden einfach die alten Sets der 80er Jahre erneuert. Wir haben hier das Krankenzimmer von 84. Das wurde stark verkleinert, noch einmal herausgebracht, ohne Tisch, Fernseher und ohne Radio, aber mit einem zusätzlichen Arzt. Es gab auch den grünen Operationssaal von 85 in einer Neuausgabe in blauer Farbe mit blauen Chirurgen. Das dritte Krankenhausset war die Säuglingsschwester. Mit diesen Sets habe ich das ganze Krankenhaus eingerichtet, mit Krankenzimmern, Operationssälen, Untersuchungszimmern, Wartezimmer. Beim Stadthaus war auch diese Eingangsdecke dabei, hinter dem Eingang. Das nächste Haus, das herausgekommen ist, war das große Wohnhaus im Jahr 2004. Es war ein einstöckiges Wohnhaus mit einem Erdgeschoss und einem Dachgeschoss mit hohen Dachelementen. Man konnte das Dachgeschoss als Wohnraum nützen. Die Dachelemente waren mit Tapeten verkleidet. Wir haben eine neue Eingangstür mit Vordach, die alte Terrassentür mit Gartenteich und statt dem Hubschrauberlandeplatz gibt es einen Carport mit einem Basketballkorb. Im Dachgeschoss haben wir einen kleinen Balkon, eine Balkontür, einen aufgesetzten Kamin und Dachgauben. Es gab drei Zusatzsets. Die kleine Stockwerkserweiterung mit dem umlaufenden Balkon und die große Stockwerkserweiterung für das ganze Stockwerk. Dieses Haus ist nicht im Vollausbau. Es fehlt hier noch die dritte Erweiterung, der Ausbau nach hinten. Bei der Einrichtung, Moment, ich habe noch die Stiegen vergessen. Dieses Wohnhaus hat nicht mehr Aufzüge, sondern die Wendeltreppen vom Märchenschloss, allerdings mit flexiblen Geländer, das man hier mit Knöpfen befestigen kann. Ich habe hier nicht die originale Einrichtung, aber die Küche hier ist so, wie sie auch damals im Jahr 2000 war, mit dem Herd, dem großen Eckkühlschrank und der Spüle. Der Tisch gehört nicht dazu, auch nicht das Wohnzimmer mit der Klappcouch. 2009, 2003 gab es neue Einrichtungen. Das ist noch das Badezimmer. Ich denke auch, es war so ungefähr auch im Jahr 2000 mit Dusche, Waschbecken und WC. Ein Kinderzimmer und hier sehen wir auch noch Haustüre, einen Kratzbaum für die Katze, Katzenkorb. Man kann diese System X-Häuser auch mit Beleuchtung ausstatten. Hier haben wir in einem Mauerelement einen Batteriekasten und man kann mit dem Schalter das Licht einschalten. Eine Wandleuchte. Und es können bis zu 5 Lampen angesteckt werden. Das nächste neue Haus ist im Jahr 2001 herausgekommen. Es war der Flughafen. Wir sehen beim Flughafen, haben wir viele neue Elemente. Schon das Bodenelement hat eine spezielle Form für den Flughafen. Wir haben hohe Fenster, das achteckige Brüstungselement und die einmalige Glasscheibe für den Tower. Im Tower macht der Fluglotse seinen Dienst. Er hat hier ein rundum laufendes Steuerpult, das wir später auch einmal in einer Feuerwehrstation finden.
Im ersten Stockwerk haben wir einen Aufenthaltsraum. Wir haben hier Balkone, mit denen man mit Fernrohre das Flugzeug beobachten kann. Im Erdgeschoss haben wir den Ticketschalter, einen Ticketautomaten, die Sicherheitskontrolle, das Gepäcksband, eine Telefonzelle. Das Jahr 2001 war ja ein schlimmes Jahr. Im September ist der Flughafen herausgekommen und da gab es auch den fürchterlichen Terroranschlag am 11. September. Es ist hier neben der Werbung, ist hier auch ein Schild, das die Stadt New York mit den Zwillingstürmen zeigt. Dieses Schild musste dann nachträglich auf Verpackung und Bauanleitungen geändert werden. Beim Flughafen war auch das große Flugzeug dabei. Das Flugzeug war ein Linienjet. Wir haben hier den Flugzeug, das Flugzeug, den Einweiser. Ein sehr schönes, stromlinienförmiges Flugzeug mit Rädern, mit Triebwerken hinten. Jetzt lassen wir das Flugzeug hier landen. Der Einweiser weist es ein. Man kann hier die Stiege ausklappen. Oben kann man das Dach aufmachen. Wir sehen den Piloten und die Stewardess macht Co-Pilotin. Es sind nur 5 Sitzplätze enthalten. Hinten sehen wir einen Halter für den Kaffeetassen und vorn einen Getränkehalter. Die Fahrgäste können hier bei der Stiege aussteigen. Es gab auch einen Servicewagen mit einer Hebebühne zum Bedanken des Flugzeuges und hier mit einem Anhänger. Hier konnte man das Flugzeug anhängen und an die Position ziehen. Es gab dann auch einen Tankwagen etwas später. Der Tankwagen, der war von 2003. Er ist immer noch auf einem alten LKW von 86 aufgebaut, mit einem Kabinendach, das es damals 86 noch nicht gab, und das Blinklicht, der Blinklichtstecker ist mit einem Schild zugemacht. Hier haben wir den Benzintank und der Tankwagen hat einen Tank und hinten hat er eine Schlauchrolle. Man konnte hier echtes Wasser einfüllen und hier mit dem Hahn das Wasser herauslassen. Und hier haben wir auch noch eine Tankpistole. Zurück zum Flugzeug. Das Flugzeug hat hinten auch eine Heckklappe mit dem Gepäck. Die kann man öffnen. Dann können wir die Koffer ausladen und auf den Gepäckstransporter aufladen. Der Gepäckstransporter ist ein zweiter Servicewagen. Und mit dem Gepäcktransporter können wir das Gepäck hier zum Gepäcksband bringen. Und mit dem Gepäcksband kommt es dann hier hinein in den Flughafen. Wahrscheinlich auf die andere Seite. Zum Flughafen gehört auch das Flughafentaxi. Es ist der Streifenwagen in gelber Farbe statt dem Blinklicht dasselbe Schild, das wir gerade beim Tankwagen gesehen haben. Der Taxifahrer liest gerade die Zeitung.
Bei der Zeitung war auch dasselbe Bild mit den Zwillingstürmen, das ausgetauscht werden musste. Und die große Neuigkeit in der Zeitung: Es gibt den Playmobil Funpark. Das Set ist ja von 2001, der Funpark wurde 2000 eröffnet. Hinten am Taxi haben wir auch die Werbung vom Funpark. Im Jahr 2000, das war jetzt das Jahr 2001, da gab es noch die Tankstelle und die Raststätte. Wir haben hier die Tankstelle, die ich auch schon beim Motorsport gezeigt habe, die zweite System X Tankstelle. Es gab nämlich schon einmal eine Shell Tankstelle und eine schöne Raststätte mit einem Kiosk, mit einem Kaffeehaus, mit verschiedenen, mit einer Telefonzelle, einem Parkplatz und einem WC. Die Raststätte und die Tankstelle haben pyramidenartige Glasdächer. Hier sehen wir noch ins WC und wir sehen hier auch in das Kiosk hinein. Im Jahr 2002 gab es die neue Polizei. Es gab eine kleine eingeschossige Polizeistation. Ich habe diese hier auf 3 Stockwerke erweitert. Typisch für diese neue Polizeistation ist das neue spezielle Dach, auf dem fix Polizei aufgedruckt ist. Hubschrauberlandeplatz war keiner dabei. Ich habe hier einen dazu gebaut und auch einen Aufzug ist ja notwendig für die verschiedenen Stockwerke. Die Gefängniszelle war blau. Ich habe hier 2 Kriminelle inhaftiert hinter den Gitterfenstern. Hier haben wir die Einrichtung der Polizei, der Wachstube. Ich habe hier den Streifenwagen von 97 mit den Blinklichtern, der schöne klassische grüne Streifenwagen, dasselbe Modell wie das Taxi, das wir vorher gesehen haben, mit Kofferraum zum Aufklappen. Es gab 97 auch den Polizeihubschrauber mit Scheinwerfer, Lautsprecher, mit Piloten, Co-Pilotin, Strickleiter. Im Jahr 2002 war der Mannschaftswagen neu, ein schöner Mannschaftswagen mit den vergitterten Fenstern, eher ein Gefängnistransporter, aber es war ja der Hund dabei, das kann auch der Einsatzwagen der Hundestaffel gewesen sein. 2002 kam auch eine neue Feuerwache heraus, oder besser gesagt die erste Feuerwache, die es überhaupt gab. Es war hier wieder das Konzept vom Stadthaus. Das Haus hatte 3 Figuren dabei, Mutter, Vater und Kind. Die Einrichtung war Zimmerpflanze, Stehlampe und Telefon am Boden. Aber ein Schild, Hauptquartier und ein Hubschrauberlandeplatz, das heißt ein Stadthaus, das schon als Feuerwache ausgestattet war, aber ohne Feuerwehrleute. Ich habe diese Feuerwache auch erweitert mit Stockwerken, mit einem doppelten Dach, auch nach hinten verlängert. Ein weiteres Geschoss als Mannschaftsräume für die Feuerwehr. Dann habe ich hier den Schlauchturm aufgebaut von 2004 und die Falttore von 2009. Die Falttore sind 2 Elemente breiter und da musste ich ein bisschen anstücken. Die Feuerwehrautos sind von 1996. Es gab dann seit 1999 die Fernsteuerung. Ich habe hier dann das Vorausfahrzeug
Und das kann man eben mit der Fernsteuerung betreiben. Im Feuerwehrvideo habe ich ja die Antenne nicht mehr gefunden und auch hinten habe ich die richtige Abdeckung nicht gehabt. Die habe ich inzwischen wiedergefunden. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Einrichtung von der Feuerwache an. Dazu gehe ich auf die andere Seite nach hinten. Im Hauptgebäude haben wir natürlich die Funk- und Satellitenantenne, das nach hinten verlängerte Dach. Ich habe hier von der neuen Feuerwehrstation das Schaltpult vom Flughafen mit dieser Flughafenbrüstung. Unten ist die Einsatzleitzentrale von der normalen Feuerwache. Davon stammt auch die Befüllung der Atemluftflaschen und auch die zwei Stockbette, die ich im Quartier eingebaut habe. Und es gibt natürlich auch, wie soll es anders sein, bei der Feuerwache eine Rutschstange. Jetzt muss sich dieser Mann hier heben, anhalten, damit er hinunterrutschen kann. Wie gesagt, der Schlauchturm hat das Dach, ein spezielles Dach von 2004, und es sind im Schlauchturm mit speziellen System X-Verbindern die Schläuche angesteckt. Das sind System X-Schlauchverbinder, die wir 1999 bei der Raumstation hatten. Beim Feuerwehrvideo habe ich ja auch diese Leiter und die alte Wasserpumpe nicht gefunden. Jetzt können wir sie kurz anschauen. Und hier sehen wir die Fahrzeuge von 96, die Drehleiter und der Rüstwagen. Im Jahr der Feuerwehr 2002 gab es auch den neuen Supermarkt. Einen wunderschönen Supermarkt. Jetzt muss ich schauen, die Scharfstellung funktioniert hier nicht mehr. Die Scharfstellung hat sich hier total verstellt. Wir sehen hier beim Supermarkt, sehen wir vorne einmal eine Verkaufstheke, die man zuklappen kann. Hier sehen wir auch schon die Kunden, die sich einen Stehkaffee gönnen, ein schönes Supermarktschild. Das Gebäude hat große Schaufenster und Vordächer. Eingang gibt es hier eigentlich keinen, denn der Eingang ist von hinten. Hier sehen wir den Eingang. Wir sehen hier die verschiedenen Supermarktregale mit den verschiedenen Produkten. Das war ja 2002 ein Weihnachtsrenner, aber ein Albtraum für die Eltern. Sie mussten 84 fummelige Etiketten auf die Produkte aufkleben. Hier sehen wir noch das Café von innen, den Eisstand, die Registrierkasse, einen Zeitungsstand. Hier ist noch Platz für die Gemüseabteilung, die gab es in einem eigenen Set. Ebenso in einem eigenen Set gab es die Registrierkasse. Die Einkaufswagen waren damals noch die Gepäckswagen, wie sie auch am Bahnhof verwendet wurden. Wir sehen hier auch schon das neue Geld und bei der Kasse kann man hier das Förderband verwenden. Wem der Supermarkt jetzt bekannt vorkommt, wir haben ja heuer eine Neuausgabe gehabt. Der alte Supermarkt von 2002 wurde in fast identischer Form heuer wieder als Kaufland-Exklusivset herausgegeben.
fast ganz identisch. Es wurden nur hinten wurden hier einige Bodenplatten eingespart. Aber genauso wie dazumal gab es auch die Registrierkasse mit Nummer 1 als eigenes Set und dann noch einige andere nette, interessante Sets. Kommen wir aber zurück zum Supermarkt 2002. Da gab es noch einen sehr interessanten Lieferwagen für die Auslieferung. Das war der Rettungswagen von 85, umgebaut mit einer seitlichen Tür. Innen drinnen hat er die Fenster zugemacht, wie auch der Krankenwagen von 2000. Und er hat hier Ablagen für die verschiedenen Kisten. Auch hinten kann man die Türen öffnen und es war sehr viel Ladegut, Gemüsekisten, Milchbeutel und Getränkekisten waren dabei. Ebenso erwähnen, obwohl es nicht direkt zum Supermarkt gehört, der kleine Cityflitzer wird er genannt, ein nachempfundener Smart mit einer Dame als Fahrerin, einem Kind auf dem Kindersitz und einem sehr geräumigen Kofferraum, wo man den ganzen Einkauf verstauen konnte. Jetzt gehen wir weiter ins Jahr 2004. Im Jahr 2004 gab es Bäckerei und Post. Bäckerei war ein kleines Eckgeschäft. In diesem Eckgeschäft war die Bäckereieinrichtung enthalten, eine Verkaufsdecke und sehr viele Regale mit Brot. Neben dieser Bäckerei gab es dann noch weitere Einrichtungen für Metzgerei, Friseur und Bank. Diese waren aber ohne Ladengebäude zu kaufen. 2004 gab es auch das Postamt, auch ein Gebäude mit wieder einem neuen gebogenen schönen Dach als Eingang mit sehr vielen Schaufenstern ausgestattet und einer sehr detaillierten Inneneinrichtung, die wieder sehr viel über die damalige Zeit erzählt. Man kann hier nicht nur Pakete versenden und Briefe. Hinten haben wir ein Briefsortierregal, oben haben wir die Ordner, eine Briefkiste, sondern man kann hier auch Handys kaufen, das moderne Nokia mit der Antenne in verschiedenen Farben, wie wir es damals kannten. Wir können uns ja erinnern, die Post hat ja auch damals den Versand ausgegeben und DHL hat den Versand übernommen. Deshalb gibt es hier auch einen DHL-Transporter. Das ist ein Lieferwagen mit einem seitlichen Deckel, den man aufmachen kann. Man kann auch das Dach aufmachen, wie beim Krankenwagen. Wir haben drinnen ein System X, verschiedene Abteilungen und man kann auch hinten die Türen aufmachen. Es sind Pakete aus Papier dabei. Ein sehr schöner DHL-Kuriertransporter. Es gab natürlich auch die normalen Briefträger, hier mit einem Postwagen und mit einem Briefträgerfahrrad. Im Jahr 2000. Jetzt kommen wir zum letzten Haus, das ich vorbereitet habe. 2008 gab es die Kirche, es war nicht die erste Kirche von Playmobil, das war die Westernkirche von 87, sondern es war die Hochzeitskirche von 2008. Sehr schön gestaltet, mit einem Kirchturm, mit einem Kirchenschiff, wunderschön die Glasfenster, im Altarraum ein schönes Mosaik, ein schlichter Altar, eine evangelische Kirche, denn das ist eindeutig ein Pastor mit dem Messbuch am Altar, mit den Ringen in der Hand, kommt das Brautpaar
und lässt sich trauen. Die Fenster sind sehr schön bemalt, an der Wand hängen Kerzen. Beim Kirchturm gibt es zwar keine Glocken, aber hier ist der Glockenklang elektronisch abrufbar und ebenso der Hochzeitsmarsch. Wir haben ein sehr schönes Kirchtor, eine Kirchtür, das Hochzeitspaar tritt heraus, wird fotografiert und es gab auch ein Zelt und der Zuckerbäcker wartet schon mit der großen Torte. Das war jetzt das letzte Set meiner System X-Stadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich entschuldige mich nochmal für die Verspätung. Und wie gesagt, in der nächsten Woche werde ich euch noch eine Kleinigkeit vom Hafen zeigen. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.